Fadenstück. Hey, wieso bin ich jetzt so schwer? Wieso bin ich jetzt so schwer auf einmal? Ich war doch eben noch bei 19. Was zum Teufel? Wie kann das sein? Finde ich nicht in Ordnung. Hm. Jetzt hier bei 29. Hä? Die Helme wiegen noch. Auch die Helme, sie wiegen nicht alle gleich, aber 0,5, ja. Aber die Rüstung, 2. Oh, ich habe eine Schwere gegeben. Sie hat davor gar keine Schwere gehabt. Hat sie die gerade vorher? Ja, kann sein. Trotzdem, ich... Oder war ich bei 29, nicht bei 19? Ach, kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Es ist alles auch... Es ist mir so egal. So. Ja, meine Waffen bleiben, wo sie sind. Die kann ich alle wegkaufen. Oder zerlegen. Es gibt inzwischen Chance auf Waffenmod. Die Frage ist halt, wie viel Geld bekomme ich dafür? Ah, nicht viel. Nicht viel. Hier rieche ich 50, okay. Das ist ordentlich bei der. Das ist halt eine Wissenschaftswaffe, ne? Komm, weg da. Weg damit. Die teureren Sachen verkaufe ich. Die billigeren, die zerlege ich. Würde ich sagen. Ah, guck mal, eine ganze Menge gemacht tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Konnte ich die so zerlegen oder muss ich auf eine Werkbank gehen? Ich weiß es nicht mehr. Zerlegen geht so. Ja. Zack. Zack. Sehr schön. Das gleiche Prinzip machen wir auch dann mit den Rüstungen. Schleichen. Das kommt vom Bett weg. 28. Hm. Das gibt schon das meiste von allen. Schwere Waffen, Tarnung, ja, weg damit. Ja, auch weg. Tja, und ich wieg. Was zum. Ich habe doch gerade bloß 3 Rüstungen verkauft. Die waren doch bloß 5 Gewicht oder was? Mehr als 5 war das doch nicht. Wobei 15 ist natürlich auch eine Menge. Gut, der Rest wird zerlegt. Technik, ja, nicht, vielleicht nicht alles. Einschicht, den behalten wir auch noch. Tech-Fähigkeiten überzeugen. Gut, die behalten wir alle noch. Wer weiß. Denn ich habe hier gar keinen Bonus drauf. Machen wir jetzt liegen leider. Andererseits muss man dazu sagen. Wo ist hier gerade? Das leuchtet so schön. Schon was voll ausgerüstet ist mit Mods, war. Ich muss dazu sagen, natürlich, ich speichere ja auch nicht regelmäßig vor Dialogen, um die Dinge auszurüsten und dann tatsächlich mir einen Vorteil zu verschaffen. Okay. Sollte ich mir vielleicht angewöhnen, vor Gesprächen zu speichern. Martinez. Der gibt mir nicht. Lasst mich doch alle. Hm. Früher hätte ich sowas ohne zu zögern getan. Heute nicht mehr. Plop. Nicht, solange ich diesen einen kleinen Auftrag nicht erledigt habe. Was haben wir hier Schönes? Tarnung, Tarnung. Wissenschaft, Wissenschaft. Hm. Meine Wissenschaft ist ganz nett eigentlich. Mein jetziger Helm hat wie viel? Ich glaube 20? 24, oh. Ist aber ein schwerer Helm. Plop, plop. Hui! Werkbank. Tüfteln. Achso, es ist upgraden, ja genau. Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Macht danach einen ordentlichen bisschen Schaden mehr. Aber ich komme ja damit eigentlich noch ganz gut klar. Ich meine, ich brauche weniger Angriffe damit. Ich warte lieber darauf, bis ich da idealerweise weniger Geld ausgeben muss. Um das zu leveln. Das hier wiederum braucht sehr wenig. Und gibt gute Rüstung dazu. Das mache ich aber mal. Ein paar Mal. Das schadet wohl nicht. Ja. Musst du aufpassen, dass ich jetzt 10.000 behalte. Einmal noch, dann reicht mir das. Zack. Zack. Und das gleiche hier auch noch einmal. Sehr schön. Jetzt bin ich fast so gut gepanzert wie beim Sam. Das ist doch toll. Ist das Zerlegen hier anders als wenn ich es
woanders mache? Keine Ahnung. Reparieren. Ja, komm, warum nicht? Kostet ja nicht viel. Fällt mir gerade ein. Wissenschaftswaffen? Nee. Habe ich auch nicht, ne? Den Perk, dass ich die... Dass die Kosten gedeckelt sind, wie es da stand. Aha. Bei 80 erst. Uiuiuiui. Das ist natürlich krass, wenn du Wissenschaftswaffen dann tatsächlich komplett hochleveln kannst. Denn so verstehe ich das hier. Das wäre aber... Das kann nicht sein. Das wäre ja viel zu krass eigentlich, oder? Aber generell habe ich das hier bekommen dadurch. Das ist auch nicht verkehrt. Sehe ich gerade. Also ich dachte, ich hätte das noch nicht gehabt, aber ich habe es schon. Und dann muss ich jetzt darauf warten. Das dauert Ewigkeit. Aber 90% ist ja fast, als wenn ich nichts bezahlen würde dann. Auch sehr geil. Kann man sich schön stark aufpowern. So. So. Ich suche ein geheimes Labor. Vielleicht da drin. Oder auch nicht. Roseway Gärten, ist das noch ein Teilbereich oder gehe ich damit wieder raus? Oh, da ist meine Quest, da gehe ich dahin. Ja, mach ich doch. Zack. Hallo. Ich habe mich ja noch gar nicht beim Chef hier gemeldet, immer so auf. Der ist ja bestimmt hier, da ist er ja. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh. Not actually one of them, are you? Ganz ehrlich, wenn es gerade hier Angriff geben würde, müsst ihr da nicht draußen hören, das Bum 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 und sowas? Yes, yes. Anton Crane, lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. Uh-huh. I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me... to the colony is immeasurable. Natürlich, natürlich. My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle one's thinking. Yeah. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office can't know what's happening here. Bam. Captain's got your best interests at heart, mister. Honest. Yeah. I suppose it can't hurt. If I don't get that research back, my life is over, regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Zahnpasta, toll. One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Okay. While doing research on enzymes specific to the Raptodon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant. Okay. Diätzahnpasta, genau. Not just any diet toothpaste. The ultimate diet toothpaste. Okay, Verzeihung. Klingt total wichtig und überhaupt und sowieso. Oh, I'm certain it could be made into that as well, with only a few changes to its molecular composition. But you're missing the point. Okay, Entschuldigung. Let's focus for a moment, shall we? Ja, even ja. If you disregard the obvious value of Auntie Cleo's Appazap diet toothpaste in and of itself, we're talking about my career here. Ach so, natürlich. Ja, klar. Appazap. Nice, is it not? Nein. Came up with that myself. It's a shame our marketing department is almost as befuddled as my co-workers here. Okay. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptodons. Mm-hmm. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me. Verstehe, verstehe. Yes, but don't kill ja, another. Ja, to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the grand architect. Jameson. He's in the old lab. Okay. My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. Das hier. Ich bin mal nett zu ihm. You don't understand. He was my responsibility. All of the people stationed here were, regardless of their thinking on the matter.
If he has died, too many have been lost, too many black marks against my name, and far too much paperwork. Paperwork ist das Problem. Aha, verstehe. Das ist ja gemein. I'll thank you not to mistake my ambition for callousness. Verzeihung, natürlich. It's just that their constant complaining can begin to wear. They refuse to see the opportunity afforded us here. Verstehe ich. It's infuriating. Verstehe ich, verstehe ich. And my colleague, Jameson, will you find him for me? Na klar. Was tut man nicht alles für XP, hä? Oh, da geht's gar nicht weiter. Gut, dann gehe ich wieder. Bock, 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 bock. Schön, 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 schön. I don't know about Dr. Crane's research, but we ought to find Mr. Jameson. Ja. He's gotta be all alone. Ja, ja, und hat Angst, bla bla bla, ja, ja. Guck mal, der gefällt mir, der Skelett-Typi da oben. Mhm. Good for all that all ails you. Tja. Poisons, toxins, venoms. Fight what nature inflicts. Well. 300 Meter, 200 Meter. Achso, Groundbreaker. Ich hab Bock zu kämpfen. Ich gehe also mal fix dahin. Von da aus komme ich ja wahrscheinlich auch dichter, schneller zu dem, wo ich... Oha. Ich starte hier? Hier war ich nie. Oder? Karte. Nee, ich kam von hier. Also da oben war ich tatsächlich nicht drauf gewesen. Interessanter Reisepunkt. Das sind echte Mängel. Oh, da ist noch einer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so ein Fernkämpfer hat manchmal doch die Arschkarte, ne? Oh, toll. Daneben geschossen. Wow. Oh, das ist einer tot. Mit Säureschaden, als auch mal mein Roboter gewesen ist. Mein Roboter gibt. Ja, toll. Was ich wieder rede für den Scheiß. No, stirb jetzt! Ich treffe ihn überhaupt nicht. Lauf nicht mal weg, ich bin euer Erlöser. Das war easy. Das habe ich mir gerade deutlich schwerer vorgestellt, aufgrund der schieren Menge an Gegnern, aber... Hey, ich bin ja gut. Und zum Säureschmeißer ist es aber auch kein Wunder. Das ist, glaube ich, ein super, super, super guter Begleiter, der Roboter. Der bleibt. Auch wenn er bisher keine wirkliche Persönlichkeit hat. Ich hoffe, das ändert sich noch irgendwie. Dass der ein bisschen Dialoge bekommt. Aber ansonsten, ich stehe einfach auf Roboter. Idealerweise, wenn sie danach streben, menschlich zu werden, was er bestimmt nicht tun wird, aber die Chance besteht natürlich zu geringen Teilen. So, da lang. Zur Abholzmaschine. Ab geht's, mir nach. Oh, warte. Beim letzten Mal übersehen. Sowas darf mir nicht passieren. Ach ja, hier waren ja Minen. Aufpassen. Wow. Ich habe keine gesehen. Wo? Ach da, hinter dem Bau versteckt. Ja. Diese Schweine aber auch. Hallo, Möter. Wo denn? Was denn? Komme ich hier rein durch den Strahl? Hallo, Möter! Hey, das ist mein Kill! Was, was, was? Oh, noch ein... Ey, Mann! Oh, das ist ein Gegner. Ein richtiger, meine ich. Oh, ah! Meine Güte! Die habe ich nicht gesehen, die Mine. Hab sie auch gerade überhaupt nicht erwartet im Kampf, neben dem Gegner. Tja. Ich kaufe mal nicht in dieses Schiff rein. Schade. Wenn es ob ein Schiff sein soll. Oh. Da fliegt was. Der spioniert mich aus. Tja. Das ist eine Abholzmaschine. Ach, das Ding war das. Okay, alles klar. Auch immer. Schon wieder nicht gesehen. Das ist unglaublich. Was ist los mit mir? Ach ne, hier. Könnt ihr euch gerne abfotografieren. Zack. Oh Mann, ich möchte Dinge knacken, aber ich darf es nicht. Ich muss das aufsparen. Das ist so ärgerlich. Richtig ärgerlich. Und anstrengend. Das ist... Fällt mir wirklich schwer, das nicht aufzumachen.
Mein innerer Loot-König, der muss das unbedingt machen, aber ich muss mich zurückhalten. Ich brauche die Quest.